Hallo Leute, weiter geht's bei The Last Guardian. Im letzten Part sind wir ein paar Meter in die Tiefe gefallen, sind natürlich auch dadurch gestorben, weil wir da ranspringen wollten. Da lang. Da lang und da ranspringen wollten. Aber irgendwie will unser Freund nicht nahe genug da rankommen. Obwohl es für mich jetzt eigentlich total total offensichtlich ist, dass ich jetzt da ran muss. Oder was kann ich hier sonst noch zerstören? Wow. Nicht deinen Kopf so schnell drehen. Okay, es ist realistisch, dass wenn er seinen Kopf bewegt... Der Reifen da hinten. Warum ist der jetzt wieder... Nein, nein. Wenn ich auf seinen Kopf stehe, kann ich nicht richtig zielen. Weil wenn er seinen Kopf bewegt, dann kann ich nicht mehr richtig zielen. Versteht ihr? Ich habe den Reifen jetzt wieder getroffen, habt ihr gesehen? Aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich da rankommen soll. Ah, geh halt runter, du. Geh runter jetzt, du Idiot. Lass los! Ich bin noch nicht so wirklich an die Steuerung gewöhnt. So, hol das Ding runter da. Ich sehe nicht so viel. Treffe ich das Ding jetzt wieder nicht mehr? Diesen Reifen da würde ich gerne zerstören. Hat doch beim letzten Mal geklappt. Hier, den hier. Ja. Beim letzten Mal ist er runtergefallen. Jetzt wieder nicht mehr. Hä? Es muss doch irgendwas damit zu tun haben, oder nicht? Komm, mach nochmal. Feuer deine Blitze ab. Ja, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, was es zu tun gilt. Warum willst du nicht mehr? Draco? Hast du keine Energie mehr vermutlich, ja? Ja, jetzt ist das Ding runtergefallen, okay. Aber was nun? Ich kann immer noch nicht hier runterspringen. Vielleicht könnte ich, aber ich möchte nicht. Oder kann ich einfach nur ganz lame hier? Oh, ich Vollidiot. Oh, ja, das habe ich jetzt gar nicht wirklich in Betracht gezogen, dass ich jetzt hier durchgehen kann. Draco, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß, du kannst mir hier vermutlich nicht folgen. Aber... Ja. Wie lange habe ich jetzt diesen Weg übersehen, Leute? Oh, shit. Halte ich hier oben an der Kette fest. Muss ich gedrückt halten? Draco? Draco, was machst du? Er ist tatsächlich auf so einen Felsen gesprungen, scheinbar. Sieht sich das an? Wie geil ist das denn? So, jetzt würde ich gerne loslassen. Nach meinem Freund schauen. Oh, wie anmutig. Wie super anmutig. Hallo. Oh mein Gott. Extrem geil. Extrem geil. Spring. Mit der Steuerung bin ich jetzt noch nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Andere Tastenverteilung hätte dem Spiel sehr gut getan. Aber das bricht dem Spiel bisher nichts ab. Denn alles andere überzeugt mich bisher. Extrem. Ja, sehr. Draco, spring bitte nicht so gewaltig umher, ja? Ich will nicht, dass hier irgendwas einstürzt, was ich noch gebrauchen könnte. Wo bist du denn mittlerweile? Wow, wow, ich sollte weggehen. Wow, 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 wow. Bitte nicht auf mich drauf treten, okay? Das wäre bestimmt ein bisschen unschön. Was jetzt? Draco, warum heulst du so? Aha. Aha. Wow. Komm, mach mir die Tür platt. Ja, hat man gesehen, dass das klappt. Oh, wow. Oh, wow, wow. Das war gut knapp. Ich denke, der Weg stimmt bis... Hey, shit. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollten.
Aber gut, wir können auf jeden Fall weitergehen. Und hepp. So. Trico? Ja, es balanciert ebenfalls hier durch. Super gemacht. Braves Tier. Das Glück ist hier alles groß genug, damit er hier durchkommen kann. Wow, eine ultra große Halle. Können wir hier wieder irgendetwas kaputt machen, oder? Ich gehe einfach nur hier durch. Oh, Sonnenlicht. In solchen kalten Temperaturen bestimmt sehr angenehm. Überall sind solche blauen Schmetterlinge. Die sind mir jetzt schon oft aufgefallen. Was es wohl damit auf sich hat? Muss nicht überall raufklettern, du Typ, ja? Nur da, wo ich dir sage, dass du sollst, okay? Da ist wieder eine Tür. Ich kann damit nicht agieren. Kann ich irgendwie hochklettern? Oder was ist da oben? Nee, da ist auch nicht viel. Da oben ist wieder so eine Art Spalt. Aber um da durchzukommen, brauche ich meinen Freund. Seht es euch an, wie er da durchguckt. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo, mein Freund. Kann ich jetzt irgend... Moment mal. Bist doch nicht umsonst hier, oder? Nein, warte doch. Shit. Kannst du hier irgendwas kaputt machen? Bist du hier nicht umsonst da, oder? Nee, hier kann ich mich auch nicht mehr festhalten. Du kannst mir nicht helfen, so, oder? Nein. Ich bin jetzt ganz unschlüssig. Irgendwie da hoch. Vielleicht. Nee, es macht auch nicht wirklich viel Sinn. Die Kamera ist auch nicht gerade die beste, muss ich sagen. Aus irgendeinem Grund ist Trico ja da. Wow, 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 wow. Mach keinen Fehler, mein Freund. Glaube nicht, dass du darunter fallen willst. Nee, irgendwie... Mann, Trico! Stell dich doch nicht so an. Kannst du das kaputt machen hier? Hier! Nee, leider nicht. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Ob das ein Spiel für mich wird, ich weiß es nicht. Ich meine, bei Trico gab es ja... bei Trico sage ich schon. Bei Aiko gab es ja auch solche Rätselpassagen. Aha, vielleicht einfach nur hier durchgehen. Das wäre doch was. Ja, kleine Rätselpassagen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Das Problem da war halt... Was leuchtet da? Ein Fass. Komme ich nicht ran im Moment. Nee, bei Aiko hat mich ja besonders das Kämpfen aufgeregt. Ja, gegen diese Schattenkreaturen. Laufen Punkt B zu A, weil bei Punkt B wird deine Freundin entführt und dann wird sie zu Punkt A transferiert und dann wiederholt das Ganze mit Punkt A. Und immer hin und her. Das war irgendwie... Ja, es hat mich schon ein wenig angekotzt. Aber jetzt bin ich hier oben bei diesem Tor hier. Aha, ich verstehe. Aber was denn jetzt? Wow, pass auf. Trico, was machst du da? Warum geht er jetzt darüber wieder? Echt gerade. Moment, kannst du vielleicht? Nee. Das siehst du nicht, oder? Nee, das siehst du nicht. Oh, verdammt nochmal. Ich dachte, er hätte sich da drüben festhalten können.
Oh, scheinbar nicht. Kryptisch. Nee, nicht kryptisch. Bestimmt total. Ja. Kommt man bestimmt drauf. Habe ich jetzt echt wieder mal spontan nicht gesehen, wie es weitergeht. Stehe ich teilweise vermutlich mehrere Male auf dem Schlauch. Da bin ich jetzt schon ziemlich sicher. Ja, aber ich wusste nicht, dass das nur so eine Art Rätselspiel ist. Ich meine, was heißt nur? Ich finde es okay. Ist nichts Schlechtes. Versteht mich nicht falsch. Aber... hier sieht man auch wieder verdammt wenig. Hier kommt er nicht hoch. Also wenn ich jetzt immer pro Part nur einen Raum schaffe, dann ist das ein bisschen lame, nicht wahr? Trico? Ja, er ist wieder da. Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten eigentlich, oder? Finde ich jetzt. Ernsthaft? Was soll ich jetzt hier tun? Ich könnte irgendwie da hochgehen, versteht ihr? Irgendwie, aber wie? Wenn ich... na gut, da ist ein Gitter. Komm mal hierher. Komm mal hier durch, bitte. Hier. Steck deinen Kopf bitte mal hier durch. Vielleicht komme ich, wie gesagt, da hoch. Obwohl es auch verdammt hoch ist irgendwie. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich muss es versuchen. Nee, es klappt unmöglich. Kommst du? Ja, du kommst da durch. Und? Ah, vielleicht darüber. Nein! Oh, die Steuerung, ey. Nee, die gewinnt ganz bestimmt keinen Oscar. Das hätte jetzt doch beinahe geklappt. Aber nur beinahe. Es sieht irgendwie nicht so aus, als wäre es richtig. Komm, hoch da jetzt. Irgendwie... nein, habt ihr gesehen, wie die Ansicht gerade gewechselt hat? Habe ich schon mal einen Bericht gelesen, dass das ziemlich scheiße sei bei diesem Spiel. Kamera. Eine schlechte Kamera. Eine schlechte Kamera kann ein cooles Spiel kaputt machen. Okay, ich muss jetzt irgendwie... das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich mache was falsch, ganz bestimmt. Das kann doch nicht richtig sein. Sobald ich da oben bin, kann ich darüber und darüber und dann an dieses Seil klettern. Das muss irgendwie so gehen. Aber es erscheint mir irgendwie ein bisschen zu. Nee, es reicht nicht. Es muss anders funktionieren. Ja. Es muss anders funktionieren. Ich muss irgendwie da oben reinkommen. Ist hier nichts, das wir kaputt machen können? Hier zum Beispiel. Das ist mir jetzt wieder schon zu hoch, versteht ihr? Ich muss irgendwie da hochkommen. Lass mich mal bitte hochklettern. Ja, wir sind einen Raum weit gekommen und der Part ist gleich wieder zu Ende. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß auch nicht. Kann ich da hoch? Nein, jetzt, nein. Geh hoch. Warum legst du dich jetzt... au, hallo? Habt ihr das gesehen? Der hat mich quasi zerquetscht. Kollisionsabfrage. Kann ich hier oben irgendwas tun? Ich könnte irgendwie
doch da hochkommen. Vielleicht sieht es auch nur so aus. Versteht ihr? Ich versuche jetzt mal hier hoch zu klettern. Nee, da hält er sich nirgendwo fest. Was? Nee. Oh, komm schon, Spiel. Lass doch diesen Sprung hier funktionieren. Irgendwie. Trico? Ja, hier. Hier, bitte. Ja, und wenn es jetzt nicht klappt, dann werde ich das halt ohne euch versuchen. Ganz im Ernst. Ich sehe es gerade nicht ein. Ich sehe es echt... Ja, ich weiß, wie ich springe, okay? Aber ich kann nicht. Lass los und jetzt spring! Das... Nee, es reicht nicht. Theoretisch könnte ich es hier auch versuchen. Da käme ich sogar auch hoch. Aber es ist ja genau dasselbe. Warum sollte es da klappen und hier nicht? Nee, ich... Er springt auch nicht immer drauf. Ja, leck mich, Kamera. Nee, irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich aber sowas von falsch. Aber ich habe keine Ahnung, was. Ganz im Ernst, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, aber ich sehe, dass der Part bereits hier vorbei ist und ich, wie gesagt, so gut wie nichts erreicht habe. Und das finde ich ein bisschen schade. Oder helfen mir diese Schmetterlinge irgendwie? Was ist das hier? Ich will dieses Fass haben. Aber ich kann ja irgendwie nichts tun. Ja, fall doch einfach um, du Idiot. Nee, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für heute mit The Last Guardian und hoffentlich geht's beim nächsten Part weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!